geht, herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge auf Kuchen TV Uncut. Das ist ein ganz besonderes Video, meine Freunde. Und zwar hat jemand einen Zusammenschnitt hochgeladen mit weirden Aussagen aus der Vergangenheit von Shoyoka. Und während Shoyoka ja bei mir die ganze Zeit auf die Volksverhetzungssache drauf geht und alles ganz doof, können wir uns ja einfach mal angucken, von was sich Shoyoka so distanzieren soll. Ich habe tatsächlich, das Ganze geht auch nur 7 Minuten, ich habe mal kurz durchgeskippt gehabt, ich habe wirklich nur einen einzigen Clip gesehen. Und das, was sie da gesagt hat, war schon so weird, dass ich gesagt habe, okay, wir gucken mal rein. Aber Shoyoka, jetzt mal ernsthaft. Hast du wirklich jeden Post von dir im Kopf auf Twitter, Facebook, alles, was du jemals auf Twitch gesagt hast oder in irgendwelchen Videos, in irgendwelchen Clips, die noch online sind? Nein, höchstwahrscheinlich nicht. Darf ich einen geschmacklosen Witz machen? Jackie, dankeschön. Junge, 6 Monate im Voraus. Ich versuche 6 Monate keinen Skandal zu haben, kann ich dir aber nicht versprechen. Alles übers Gut, ne? Ja, da hat sie einfach das N-Wort gedroppt, ne? By the way. Junge, schwöre, ich treff meinen Kuh nicht. Ich bin behindert. Sie hat da, also man hat, jetzt ist es hier zensiert, ich habe das Ganze aber auch mal auf Twitter geteilt. Aber ich glaube, man hört es, oder? Alles übers Gut, ne? Ja, also offensichtlich war das ein N und kein D. Ja, Shoyoka, weiß ich nicht. Du hast Glück, dass Twizzy jetzt gerade nicht hier ist. Junge, schwöre, ich treff meinen Kuh nicht. Ich bin behindert. Aha. Bei einer Skala von 1 bis 10, wie behindert bist du? Bäb. Sie haben Krebs. Ja! Ich weiß jetzt nicht, ob Krebs eine Sache ist, über die man sich lustig machen sollte, Shoyoka. Also meiner Meinung nach ist es ein sehr wichtiges und sensibles Thema. Aber gut, Buchholter, dankeschön für den Verschenkung. Ohne Männer in einem Raum, trennt sie, legt sie in Ketten und zieht ihnen Burkas an, weil... Digga, diese Mimik von ihr und diese Handbewegungen, ich meine, es ist halt lange her, ne? Aber es ist... Es cringet sich in mir so zusammen, ne? So richtig. Ah, warte, was? Das hat die gepostet? Sie legt sie in Ketten und zieht ihnen Burkas an, weil... Ah, Shoyoka hat das gefallen. Pedocrank, weiß ich nicht, was das heißen soll. So richtig lange hängende Titten, Achselhaare mit Zöpfchen drin und richtig für Bart. Und dann stelle ich mich zu Stay hin und sage, yo, Mann. Ich bin so viel männlicher als du, du Biatsch. Darf man. Also sind Achselhaare jetzt männlich oder was? Naja, weiß ich jetzt nicht, ob man das so sehen sollte. Und wissen, warum du keine Kinder willst, weil ich sie nicht reiten kann. Digga, was zur Hölle? Okay. Yo, Mann. Ich bin so viel männlicher als du Biatch. Darf man wissen, warum du keine Kinder willst? Weil ich sie nicht reiten kann. Okay, da kommt auch nichts mehr. Gut, also gehen wir einfach mal wirklich fair davon aus, dass sie das Pferdereiten meint, weil sie hat ja auch Pferde. Aber das ist natürlich, also, eine schlechtere Wortwahl hätte man, glaube ich, halt wirklich nicht finden können, ne? Nia, dankeschön für den Prime-Sub. Wenn du mir 2 Millionen donatest, schicke ich dir Nacktfotos von Manu. Aber das Licht von der Kamera in deinem Badezimmer, ne? Wenn das rot leuchtet, dann heißt es, die Kamera ist aus. Was? Ah, Menschen gegen ihren Willen auf Toilette filmen. Ja, cool, Digga, ja. Ich denke auch, dass du diejenige bist, die auf jeden Fall bei mir alte Sachen raussuchen sollte, ne? Sehe ich genauso. Bietet dein Discord-Server Nudes. Ach, da auf einmal ist es wieder okay. Wir machen hier keinen sexuellen Content. Familienfreundlich, familienfreundlich, familienfreundlich. Ich finde das Loch nicht. Und ihr schaut 169 Grad zu. Ha. 169. Die wissen halt, was ich mag. Gut. Oh, wow. Lieber widerlich als wieder nicht. Ah, stimmt. Dankeschön, Rakord, für den Dreier. Dankeschön, Slivey, für den Dreier. Der Fan, danke für den Bit. Mann, aber wie lebensfroh sie einfach früher drauf gewesen ist, ne? Ja, das ist immer mehr dieses Meme von SpongeBob mit dem Mitarbeiter. Ach, dieses Foto habe ich gemacht, als ein erster Tag gewesen ist. Wie die Zeit doch vergeht. So, warte, hier gehe ich mal rüber. Ja, nicht alle Clips sind krass, ne? Aber wir gucken mal. Pimmelwatt,
Gina wollt, das ist ekelhaft, aber du, bitte verwenden Sie ein Kondom, um die Verbreitung Ihrer Gene zu vermeiden, Sir. Ah ja. Ja, ich nehme dich. Mich? Okay. Ja, dich auch. Euch alle, gleichzeitig. 69, nice. Dankeschön für die 69, mein Lieber. Danke, dass du mir beistehst bei meiner Behinderung. Aber ihr müsst das aber so designen, dass es auch für flachbrüstige Frauen ist, ne? Weil sonst kann ich keine Werbung machen davor. Das sind schwarze Löcher, das kann man nicht pushen. Es saugt wow. Alles auf. Köpfchengröße Toffifee. Ja, jetzt werden auch noch Jokes über Frauen mit kleinen Brüsten gemacht, oder was? Also Shioka war wirklich eine sehr ekelhafte Person. Was soll das von der Beschreibung sein? Wenn sie geil ist, hast du diese kleinen Knospen oder was? Und der Rest ist flach. Sam, was ist dumm und was ist nett? Deine ja. Mutter! Ah, ableistisch auch? Digga, ableistisch, Junge, ich meine frauenfeindlich. Warum muss immer auf Mütter gegangen werden? Ich bin in Berlin und habe die Freiheitsstatue das erste Mal gesehen. Und mich hat das so geflasht. 6000! Hä, was? Was war da jetzt? Sam, was ist dumm und was ist nett? Deine ja. Mutter! Ich war ja gestern in Berlin und hab die Freiheitsstatue das erste Mal gesehen. Ah, lol. Und ich hätte das so geflasht. 6! Digga, die Freiheitsstatue in Berlin, ich liebe sie. 1000 Subs, dann mache ich mir meine Brüste. Kein Spaß beiseite, ey. Niklas, wie stehst du zu Füßen? Ja, ich hab einen Schniedel. Meiner ist nämlich länger als deiner. Er ist huge. Er ist so ein Apparello. Ich will ja nicht sagen, dass er groß ist, aber... Es kann nämlich sein, dass dein Ding nicht mehr so viel Saft hat. Hättest du einen Dödel? Kalle, wären wir wahrscheinlich dicke Bros. You don't say. Ich hab einen Dödel. Fass meine Titten an, Klopfer. Los, fass sie an. Fass meine Titten an. Los. Los. Jetzt belästigt sie auch schon Ingame-Charaktere. Es ist unfassbar. Viel größeren als du. Der Fehler liegt halt grundsätzlich bei dir, weil warum durfte deine Frau überhaupt die Küche verlassen? Oh! Oh! 2022, meine Freunde. 2022 hat sie hier solche Jokes rausgehauen. Digga, und genau das kritisiert sie bei uns. Also Schöker, ich fordere auf jeden Fall eine Aufarbeitung dieser Sachen. Also das geht gar nicht. Das ist sowas von frauenfeindlich. Und sexistisch. Unfassbar, Alter. Ein Tipp fürs erste Mal. Du solltest schauen, dass sie atmet. Sonst ist es illegal. Mehr. Digga, auch die beschwert sich, wenn ich solche Witze mache, ne? Das ist unfassbar, Alter. Ja, KuchenTV, der hat dir 2016 aber was ganz Doofes gepostet, währenddessen Shoyuka 2018. Wer auch immer meine Würstchen sehen möchte, der sollte auch auf meinen Discord kommen. Ich habe große Würstel. Dort rinnt regelmäßig eine Käsesoße rauf. Boah, ist das unangenehm. Es wird doch erst richtig lustig, wenn man keine blickdichten Gardinen hat. Magst du mir bitte keine Dinge ungefragt in meinen Körper stecken? Ich finde das nicht okay. Du weißt das vielleicht nicht, aber ich erzähle seit ein bisschen längerer Zeit schon in dem Discord unter verschiedenen Leuten rum, dass ich unbedingt mit dir mal weggehen möchte. Einfach nur, weil ich mich besoffen in deine Brüste legen will, damit ich es dann auf den Alkohol schieben kann. Ja. Cool. Das ist, ja. Ich sag mal, wenn ich das so gesagt hätte zu irgendwem, tot. Tot, Digga. Ich sag euch, tot. Aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, nicht wieder nur Inzest zu betreiben. Ich möchte meine Schwester flachlegen. Alter. Der beste Wahlspruch in Alabama. Was für ein Gangbang. Bist du eine Frau, die sich auf Demos von der Polizei wegschleppen lässt, oder kommt mir das nur so vor? Wenn die Polizisten süß sind? Ah, ACAB dann doch nicht so ganz, wa? Ich bin eine sexy Frau. Also ich spiele halt so gerne sexy Frauen in Spielen. Du bist gar nicht so dumm, du bist nur... wirklich, wirklich hässlich. Ja, ich schicke die einfach woanders hin, aus den Augen, aus dem Sinn, und dann sehe ich sie nie wieder und gut ist. Mein wütendes Ich hat riesige Brüste und zerschlägt Menschen. Ich habe ein Gehirn wie so ein Arschloch.
Es kommt nur was raus. Es geht nichts rein. Ah. Geht also nichts rein. Na gut. Matteo ist einfach wie so ein Freund, mit dem man keinen Sex hat. Er will die ganze Zeit Aufmerksamkeit, aber man hat nichts davon. Muss dieser Männerbash sein? Ja. Ich brauche das für meine innere Befriedigung, dass ich mindestens einmal am Tag Männer beschimpfe. Ich hasse Männer, weißt du? Ich hasse sie über alles. Ich hab... ja, hat sie sogar in dem Streamer jetzt wirklich zugegeben und nicht mehr so ironisch. Bilder in meinem Kopf, wie Kalle in seinem Busfahrer-Outfit, wie er auf der Wiese liegt und den Boden rammelt. Ich glaube, dass ich echt eine gute Domina wäre, tatsächlich. Ich interessiere mich allgemein für die BDSM-Szene und ich glaube, das ist ein Bereich, damit könnte ich Geld verdienen, glaube ich. Das würde funktionieren. Könnte ich mir bei dir auch so gut vorstellen. Also jetzt. Du bist Slytherin. Oder nicht? Ja. Und Julian auch. Ich bin ein Hufflepuff. Oh mein Gott, du bist ein Opfer. Ist es ein Song? Dann ist es von der Kunstfreiheit gedeckt. Es ist ein Arschlochbuch, es ist ein Arschlochbuch. Ein richtig dreckiges Arschlochbuch. Es ist ein Song, deswegen könnt ihr mir nichts. Wenn du den Rest deines Lebens in einem Videospiel verbringen müsstest, welches und warum? Eher Conan Exiles, dann hätte ich für den Rest meines Lebens echt geile Brüste. Das habe ich nicht laut gesagt. Pia, wie wäre es, eine Coca-Cola-Partnerin zu werden? Alter, ich würde instant. Ich bin billig. Monatsabo für Vanille Coke. Ich gehöre euch. Die Frau ist doch auch ein Wein. Aber ein bisschen Real Talk war auch dabei in diesen alten Streams, muss man sagen, ne? Okay. Oh Gott. Gib mir die Samen. Gib mir die Samen. Digga, es ist halt so krass eigentlich, aber ich meine, guck mal, ich finde vieles, was sie sagt, also finde ich halt nicht mal schlimm, ne, da waren auch ein paar Jokes dabei, die ich auch selber gar nicht so schlecht finde, ne, aber wenn ihr euch das mal überlegt, wenn ihr euch das wirklich mal so überlegt, was ist aus ihr geworden, Alter? Ey, da wirkt die, also in diesen Clips wirkt sie so richtig aufgeschlossen, sie macht Witze, paar davon sind auch lustig, paar sind für mich vielleicht ein bisschen unangenehm oder so, ne, aber so sehr offen, sympathisch, so real einfach. So, Digga, was ist passiert? Junge, was ist passiert? Digga, wenn du das mal wirklich so mit heute vergleichst, Digga, das ist ja, also, und die Frage ist auch, ja, wann distanzierst du dich mal von diesen ganzen Aussagen, die da gefunden worden sind? Also, so wie sie da gewesen ist, hätte sie safe ein Feature mit Kuchen-TV machen können und es wäre keinem aufgefallen. Und den Mund nehmen funktioniert nicht, wenn man sich schluckt. Oh, die eine Hand lasse ich mir Pimmel und auf die andere Hand lasse ich mir Vagina tätowieren. Und dann gucke ich, wie lange es braucht, ob Twitch mich bannt. Und das passt auf die Finger. Naja, Pimmel sind nicht so groß. Ich lasse meine dritte Titte operieren. Dann bin ich irgendwann die größte Streamerin auf Twitch, weil ich drei Titten habe. Ich packe sie mir auf den Rücken. Damit, wenn ich halt aufstehe und weggehe, ich halt trotzdem noch Titte zeigen kann. Der Grund der Anzeige war, weil es ihrer Meinung nach Stalking sei, dass ich die Kommentare, die sie unter meinen Tweet geschrieben hat, die öffentlich lesbar sind, in meinem Twitch-Chat gezeigt habe und analysiert habe. Und das ist laut ihrer Fachkenntnis Stalking. Warum sollte Österreich keine Witze über Weltherrschaft machen? Weil ich als Österreicherin, die eigentlich Grafik studieren wollte und nicht auf ihre Grafikhochschule wechseln durfte, aufgrund von ihrer Mutter nach Deutschland ausgewandert bin. Und bei manchen Menschen in dieser Situation vielleicht so ein bisschen ein Omega-Lul-Kekwe triggert, wenn ich das sage. Uff, Hitler-Witze also, ja. Das ist Verharmlosung des Nationalsozialismus, ne? Aber musst du wissen, ob du das machen möchtest. Bisschen Pimmel ist okay. Problematisch wird's erst ab viel Pimmel. Da hab ich Glück gehabt, ich hab noch ein bisschen. Arsch offen. Ja, krass. Krass auf jeden Fall. Ach, das war... Hä? Ja, aber ist doch nicht aus Facebook. Oder ist das am Anfang von ihrem Stream? No political statement. Sehr gut. Dass man aber politisch wird mit dem Alter, das kann schon normal sein. Ja. Interessanter Zusammenschnitt auf jeden Fall, Shoyoka. Also da hast du jetzt ja auf jeden Fall Inhalte für deine nächsten 10 Videos oder sowas, die du machen kannst. Weil da waren einige Sachen, von denen du dich mal wirklich lieber distanzieren solltest. Meiner Meinung nach. Musst du natürlich wissen, ne? Ja. Cool, aber, also ich muss halt sagen, also ich finde halt nicht mal schlimm, was sie da gesagt hat, ne, aber ich finde es halt,
Ich finde es halt doppelt ironisch, dass sie bei mir heutzutage auf so Moralapostel macht und ja, guck mal, du hast ja aber vor 6, 7 Jahren das gemacht und das gemacht. Anscheinend sind deine ganzen Sachen ja auch immer noch irgendwo einsehbar, sonst hätte man die jetzt ja nicht rausholen können. Und ja, doof gelaufen, ne?